Wenn wir also gefragt werden, sagen Sie mal, was müssen Sie denn eigentlich in Ihre Bilanz oder in Ihren Jahresabschluss da so reinschreiben? Das ist die Frage nach Ansatz. Lautet die erste Antwort, alles. Sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendung und Erträge. Der erste Eindruck ist also alles. Wir müssen alles da reinschreiben. Wirklich alles? Ganz Gallien ist besetzt? Wirklich ganz Gallien? Nein, ein kleines Dorf leistet Widerstand. So ist das hier auch. Alle Vermögensgegenstände und Schulden? Wirklich alle. Schauen wir mal an den 248 Absatz 2. So, 48 Absatz 2 und machen sich ruhig einen Querverweis neben dem Sämtliche in Ihrem Gesetz. Sämtliche im 246, da machen Sie einen Querverweis auf den 248 Absatz 2. Legen Sie hier die Auslöser. Dann erinnern Sie sich dran. Und was sagt der 248 Absatz 2? Steht da sämtliche oder steht da was anderes? Selbstgeschaffene. Ja? Ja? Können, das ist neu, das war bis vor kurzem nicht so, aber jetzt können Sie alle, oder was steht da noch? 85%. Okay, und dann? Nicht aufgenommen werden. Nicht aufgenommen, aha. So, was dürfen Sie trotz allem, obwohl dieses Verbot aufgelöst wurde, nicht aufnehmen? Was steht da zum Beispiel? Nicht aufgenommen werden. Dürfen selbstgeschaffene Marken. Marken? Drucktitel? Verlagsrechte? Kundenlisten, stopp, danke. Bleiben wir da erstmal. Marken. Was ist für eine Dimension in der Übersicht? Sind das Millionen oder was sind das? In welchen Dimensionen wird hier gemessen? Den Wert einer Marke. Was ist das für eine Einheit hier? Sind das Millionen oder was ist das? Das sind Milliarden. Dürfen Sie nicht reinschreiben. Kundenlisten dürfen Sie nicht reinschreiben. Ein Vermögensgegenstand ist ein Etwas, der einen Cashflow erzeugt. Im Internetmarketing gibt es einen Spruch, der heißt, the money is in the list. Das Geld liegt in der Liste. Und gemeint ist die Kundenliste. Darunter versteht man im Internet eine Newsletter-Abonnentenliste. Da ist das Geld. Das ist ein Vermögensgegenstand. Nach unserem neuen Verständnis. Dürfen wir den aktivieren? Nein. Essenz von dem Ganzen unverändert. Alle Bilanzen sind falsch. Weil die wahren Werte des Unternehmens nach wie vor, obwohl man hier ein bisschen die Tür geöffnet hat, für Patente und so weiter, wir haben es gerade vorgelesen, ein bisschen die Tür geöffnet hat, nach wie vor nicht reinschreiben darf. Wir messen nach wie vor akribisch das Materielle und ignorieren das Entscheidende Immaterielle. Sehen Sie das? Das ist die entscheidende Essenz auch später für die Bilanzanalyse. Die Bilanzen zeigen die wahren Vermögenswerte des Unternehmens nicht. Die wahren Vermögenswerte treten zutage, wenn zum Beispiel ein Unternehmen gekauft wird. Was kaufen Sie denn da? Die paar Schreibtische, die da rumstehen? Die Aktenordner, die Rechner, ja, das interessiert doch keinen. Woran Sie wirklich interessiert sind, sind die Kundenlisten und ist vielleicht die Marke, die Sie kaufen. Patente. Was hatten wir noch? Verlagsrechte. Ja, wir haben über Harry Potter gesprochen.
Ne? Verlagsrechte an so etwas. Rechte noch Mitarbeiter. Mit die guten Mitarbeiter, ja. Loyale, gute Mitarbeiter wird ein entscheidender Vermögenswert der Zukunft. Schreiben Sie mir eine Postkarte, wenn es soweit ist. Ich sage es Ihnen heute. Die sechste Welle kommt. Die sechste Welle ist der Mensch. Das bedeutet, wir werden erkennen das Potenzial von Mitarbeitern. Es gibt in Amerika ein Geschäftsmodell, das im Moment in Deutschland versucht wird zu kopieren. Sie haben alle mitbekommen, Zalando, ja, Schrei vor Glück. Haben Sie das mitbekommen? Also müssen Sie das nacharbeiten. Ja, haben Sie alle mitbekommen. Zalando ist der Versuch, ein amerikanisches Modell nachzumachen, das Zappo oder Zeppo heißt. Zeppo ist ein Schuhladen im Internet. Und Zeppo ist gigantisch erfolgreich. Das ist irgendwie für 2, 3, 4 Millionen aufgesetzt worden und für mehrere Milliarden verkauft worden. Also eine Rendite von, ich weiß nicht wie viel, 1000%. Ja, aufgebaut worden und dann verkauft worden, nicht für Millionen, sondern für Milliarden. Ich habe die genauen Zahlen vergessen, aber so war die Dimension. Von Millionen aufgebaut für ein paar Millionen und verkauft worden für mehrere Milliarden. Der entscheidende Erfolgsfaktor von Zeppo war das Callcenter, die Mitarbeiter. Und man hat alles getan, dass diese Mitarbeiter in dem Callcenter gut drauf waren, wie man so heute sagt. Ja, gut drauf waren. Dass die bestens gelaunt waren, dass sie guter Stimmung waren, dass sie super bezahlt waren, dass sie super Mittagessen bekommen haben und, und. Weil was ist denn ihre Berührung? Da ist die Internetseite und wenn sie da anrufen, ist da das Callcenter. Sie sehen das doch nie. Ja, sie sind doch nie in dem Gebäude. Sie haben doch keinen Eindruck jetzt, wie ist das Gebäude so, wenn sie online handeln. Aber der Mitarbeiter und die Stimmung des Mitarbeiters, und das war ein entscheidender Erfolgsfaktor. Der Mensch, die Menschen im Callcenter. Und was sind die Menschen im Callcenter? Sie sind normalerweise, dann nennen wir das Kind beim Namen, das sind normalerweise die letzten Arschlöcher. Die Leute im Callcenter werden behandelt wie die letzten Arschlöcher. Die werden schlecht bezahlt, die stehen unter immenser psychischer Belastung. Ich kenne jemanden, der so ein Callcenter betreut. Wenn jemand das 3 Jahre durchhält, dann ist das viel. Nach 3 Jahren sind sie fertig, reich für die Anstalt. Ja, schlecht bezahlt, immense psychische Belastung. Warum? Sie müssen alles abfedern. Sie müssen jede Schweinerei, die sich das Management da hinten ausgedacht hat, vorne am Kunden irgendwie abfedern. Die sitzen schön im Warmen, die haben da nichts mit zu tun. Das Callcenter kriegt das ab. Die Wut der Kunden oder die Frustration der Kunden und so etwas. Ja, also Leute, die normalerweise ganz schlecht behandelt worden wurden in diesem Unternehmen, super war. Das war mit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Steht das in der Bilanz? Wir haben ein super hochmotiviertes Callcenter, das jeden Tag Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Dollars dreht. Steht das in der Bilanz? Es steht nicht in der Bilanz. Die Mitarbeiter stehen nicht in der Bilanz. Loyale, motivierte, gute, fachkompetente Mitarbeiter stehen nicht in der Bilanz. Wo stehen die Mitarbeiter? Als Aufwand in der G&V. Das ist der Stand heute. Und es wird der Tag kommen, ich sage es Ihnen. Ich sage es Ihnen. Und die Kamera läuft mit. Die Kamera läuft mit im Moment. Ich sage es Ihnen heute. Es wird der Tag kommen. Wir werden auf diese Zeit zurückblicken. Und wir werden sagen, was haben wir für einen Schwachsinn gemacht. Dass wir unsere Maschinen bis ins letzte Cent, bis zum letzten Cent akribisch verbuchen, die Entwicklung im Anlagespiegel. Ja, wir werden uns das gleich noch angucken. Da gibt es so ein Instrument, das heißt Anlagespiegel, wo man nicht nur den Stand im Moment in der Bilanz sieht, also die Momentaufnahme, sondern auch die Entwicklung sehen kann. Der Maschinen. Alles genau, wann angeschafft, wann umgebucht, wann abgeschrieben, wie viel pro Jahr, wie viel insgesamt, also ein Schnickschnack. Für Maschinen haben wir das entwickelt. Für Mitarbeiter haben wir noch so gut wie gar nichts. Und dass wir erkannt haben, dass die Mitarbeiter wertvolle Vermögenswerte sind, da sind wir noch meilenweit entfernt. Wir haben die falschen Messsysteme. Wir haben mittlerweile die falschen Messsysteme. Zu Taylors Zeiten mag das ja richtig gewesen sein, dass man die Maschinen in den Mittelpunkt gestellt hat und die Menschen austauschbar waren. Pro Handgriff ein Arbeiter. Ja, kommt man gut, wenn der eine nicht, da hat man den nächsten reingeholt, hat ihm das 5 Minuten erklärt, da konnte er den Hebel da ziehen. Aber heute ist das nicht mehr so. Heute sind die Arbeiten komplexer, die Anforderungen größer. Wir messen immer noch das Falsche. Wir haben die falschen Messsysteme. Der Tag wird kommen. Wir werden auf diese Zeit zurückschauen und sagen, was haben wir für einen Schwachsinn gemacht. Hallo, ich bin Robin Good.
Der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.